Ja, bei mir sitzt heute Dirk Stadzisny, der Inhaber von Last Minute Gewinnspiele und Autor des Buches Nur wer mitmacht, gewinnt mit Profitipps zum Gewinnspielkönig. Dirk, wie bist du eigentlich zu Gewinnspielen gekommen? Ich habe schon immer eigentlich irgendwie Kreuzworträtsel gemacht oder irgendwelche Rätsel als Kind gerne ausgefüllt. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Also ich kann sagen, dass ich das schon von Kindheit in die Wiege mitbekommen habe. Und das habe ich in dem Gen praktisch. Seit wann machst du eigentlich bei Gewinnspielen mit? Also so richtig erinnern kann ich mich an einen Scheck, den ich mit 16 Jahren mal bekommen habe, weil ich einen Tipp für ein Computerspiel an eine Zeitschrift eingeschickt habe. Und das war so mein erster Gewinn, den ich damals erhalten habe. Und dann daraufhin habe ich dann angefangen, wirklich öfters auch zu spielen. Du hast ein Buch geschrieben, Nur wer mitmacht, gewinnt, mit Profitipps zum Gewinnspielkönig. Genau. Wir sehen es auch da. Kannst du uns sagen, wie du dazu gekommen bist? Was war die Idee dahinter? Also das Buch ist 2005 entstanden und ist herausgekommen und das hatte eigentlich den Grund, dass ich Nachwuchs bekommen habe. Meine Tochter ist gekommen und ich habe einfach nicht mehr die Zeit gefunden, so an Gewinnspielen teilzunehmen. Und mein Wissen, was ich bis dahin angesammelt hatte, durch die vielen Teilnahmen bei Gewinnspielen, wollte ich eigentlich nicht so verpuffen lassen. Deswegen, ich wollte immer schon ein Buch schreiben und denke, das passt vom Thema her, so kann ich mein Wissen irgendwo festhalten. Und habe dann geschafft, es tatsächlich auf 240 Seiten niederzuschreiben. Du hast gesagt, das Buch stammt aus 2005. Was hat sich seitdem geändert? Seitdem ist natürlich die Social Media dazugekommen, was in dem Buch damals noch nicht als Inhalt enthalten war. Zum Beispiel Facebook gibt, Twitter, sehr viele Möglichkeiten, wo man heute eben auch teilnehmen kann, wo sich auch ein großer Gewinnspielmarkt entwickelt hat. Würdest du sagen, es ist einfacher geworden, bei Gewinnspielen teilzunehmen? Eigentlich schon, ja. Das ist schneller und einfacher. Wenn man jetzt mal vergleicht, früher den klassischen Fall eines Postkartengewinnspiels, man musste eine Karte ausfüllen, man musste sie einsenden. Die Karte an sich war vielleicht 1 bis 2 Tage unterwegs, bis dann der Teilnahmeschluss erreicht wurde. Das konnte sich auf Wochen, Monate, sogar teilweise bis zum Jahr hinziehen, bis da ein Gewinner oder mehrere Gewinner gefunden wurden. Und das ist ein Riesenvorteil jetzt im Moment der Social Media, dass alles viel schneller und die Teilnahme auch einfacher geworden ist. Man hört immer von den Leuten, dass sie kein Glück haben und nie etwas gewinnen würden. Ist es denn reines Glück zu gewinnen? Nein, das ist nicht nur Glück, da steckt auch sehr viel Fleiß dahinter. Man kann sehr viel beeinflussen im Vorfeld schon, dass man eben auch bei Gewinnspielen erfolgreicher abschneidet. Also würdest du sagen, es gibt sozusagen Methoden, um tatsächlich erfolgreicher bei Gewinnspielen mitzumachen? Die gibt es, genau. Verrätst du uns vielleicht ein paar deiner Tricks? Also ich verrate ja mittlerweile immer wieder Tricks. Und zwar, wenn ihr bei Facebook mal reinschaut, auf meine Seite Last-Minute-Gewinnspiele oder auch auf meiner Internetseite last-minute-gewinnspiele.de. Dort findet ihr Tipps, wie ihr erfolgreicher abschneidet oder wie ihr einem einfach auch besser an die Gewinnspiele vielleicht rangeht. Und wir haben auch ein Newsletter, in dem wir jetzt zukünftig und aktuell auch immer wieder Tipps enthalten. Dirk, dein bester Tipp zum Schluss? Mein bester Tipp ist natürlich, nur wer mitmacht, gewinnt. Wenn du nicht mitmachst, kannst du auch nicht gewinnen, ganz einfach. Vielen Dank. Gerne.